Wir dürfen Sie begrüßen zum ersten Wertungslauf der Senior Clubsport Piloten. 14 Minuten und eine Rennrunde obendrauf erwarten uns in wenigen Minuten. Der Polesetter am gestrigen Samstag ausgefahren. Im Zeittraining ist Julian Reimer mit einer 50.053 vor Leo Langlotz in der zweiten Position. Maxim Felix Sacher und Lukas Ranze starten aus Reihe Nummer 2. Jenny Gimpel und Luca Colin Scholz in der dritten Startreihe von Martin Passandin und Rudi Freis, Luigi Gazzo und Florian Bob in der fünften Startreihe. Das die 10 Piloten, die an den Start gehen an diesem Wochenende in der Clubsportklasse der Rotax Senioren in Wackersdorf auf diesem 1,222 Kilometer langen Kurs. Es ist das erste Rennen des Jahres. Wir werden ja in diesem Jahr insgesamt 6 Veranstaltungen austragen. Nach Wackersdorf werden wir Anfang Mai in Kerpen unterwegs sein, Mitte Juni in Mülsen, Ende Juli in Bopfingen, Ende August in Wittgenborn und dann Mitte September in Belleben beim Nachtrennen, das dann Samstag schon stattfinden wird. Das Feld auf dem Weg Richtung Start und Ziel zurück. Und jetzt durch die letzte Kurve hindurchgefahren. Einmal ausfächern durch diese Korridore, die eingezeichnet sind. Und dann ist die Ampel jetzt aus. Der Start ist freigegeben. Und wir sehen, wie der Polesetter, wie Julian Reimer die Nase erstmal vorne haben kann. Oder ist es vielleicht dann doch Leo Langlotz? Maxim Felix Dacher haben wir auch noch mit auf der Rechnung haben müssen. Das war das dritte Kart im Bunde, das aber jetzt auch wieder ein paar Meter verloren hat. Da könnte Lukas Ranze mit vorbeigegangen sein. Oder Luca Colin Scholz, der auch noch ein Wörtchen mitgeredet hat in der Startphase, ist da bis auf Platz 3 vorgefahren, schon im Start. Die Reihenfolge ist jetzt Langlotz 1, Ranze 2, dann Julian Reimer, der ist nur noch Dritter. Vor Maxim Felix Dacher und Luca Colin Scholz. Leo Langlotz hat die Nase erst einmal vorne. Es gibt eine 5 Sekunden Zeitstrafe wegen Verlassen des Korridors in der Startphase für Rudi Freis. Es ist ein Dreikampf vorne an der Spitze, angeführt von Leo Langlotz und Lukas Ranze. Aber Julian Reimer, der möchte gerne auch noch ein Wörtchen mitspielen. Hat er da gerade noch mal gezeigt. Indem er da eingangs schon reingestochen ist. Und das führt dazu, dass Maxim Felix Dacher auch noch in dieses Gebilde hineinfahren kann. Wir somit einen Vierkampf in wenigen Sekunden auf der Strecke erleben dürfen. Julian Reimer hat Platz 2 jetzt erstmal wieder übernommen. Das ist das deutlich rotere Kart. Das sind die ersten 3, die sind alle 3 rot. Und das zweite ist dann so ein bisschen mehr in Richtung Pink. Maxim Felix Dacher, der lässt sich noch sehr, sehr gut daraus erkennen. Hat eine ganz andere Farbe.
geht eher in die Richtung Blau. Vorne, das ist Leo Langlotz. Dann Julian Reimer, Lukas Ranze, während jetzt Reimer schon mal angedeutet hat, dass er gerne Ende Start und Ziel mal vorbeigehen würde an Leo Langlotz. Muss aber aufpassen. Wir sehen nämlich, wie Lukas Ranze den nächsten Angriff gestartet hat. Es scheint so, als würde Langlotz jetzt so ein bisschen Abstand gewinnen können. Auf Platz 5 aktuell Luca Colin Scholz. Kann nicht entscheidend nah genug heranfahren, um zu attackieren. Die Phase, in denen sie sich jetzt ein wenig abtasten und abwarten, die hat begonnen. Julian Reimer muss jetzt erstmal wieder versuchen, vorbeizukommen an Lukas Ranze, denn da gab es den Wechsel. Vorne Leo Langlotz die Aufgabe an sich genommen hat, seinen Vorsprung zu verwalten. Wir sehen noch 7 Minuten 30 auf der Uhr. Also noch nicht ganz bei Rennhalbzeit angekommen. Ranze versucht sein Glück gegen Leo Langlotz. Muss sich dort aber erstmal wieder hinten anstellen. Und da war das Überholmanöver, das Überraschungsüberholmanöver von Julian Reimer. Ist wieder vorbei an Lukas Ranze. Hat also seine Position erst einmal wieder übernehmen können. Platz Nummer 2, was dazu geführt hat, dass der bis dato Viertplatzierte deutlich näher wieder herangekommen ist, Maxim Felix Dacher. In der letzten Runde lief Reis an Luigi Gazzo vorbeigekommen und Danny Gimpel an Martin Passandin. Und immer wieder der Wechsel zwischen Julian Reimer und Lukas Ranze. Jetzt wieder Ranze, die Nase vorne.
und es fehlt uns Leo Langlotz. Der Pilot, der bis dato Führende war. Fährt er in ganz langsamer Fahrt, steht jetzt mitten auf der Strecke. Und damit ist jetzt Lukas Ranze der neue Führende. Für Langlotz geht es jetzt weiter. Natürlich viel zu spät. Reimer, neuer Zweitplatzierter. Maxim Felix Dacher in der dritten Position. Auch Jenny Gimpel. Hatte große Probleme. Und für die 7:44 für Leo Langlotz gibt es jetzt sogar noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe wegen Frühstarts. Muss sich ja beim Start hinter dem Polesetter aufhalten, das war in dem Moment nicht der Fall. Und damit Langlotz nochmal bestraft mit 5 Sekunden obendrauf am Ende des Rennens. Gut 3 Minuten vor Ende des Rennens ist der Dreikampf um die Spitze immer noch nicht abgeklungen. Ranze und Reimer kämpfen dort weiterhin um die Spitze. Der nächste Angriff von Reimer, da kommen sie sich wieder gefährlich nahe. Aber wieder gut gegangen. Führt aber dazu, dass natürlich jetzt auch ein Maxim Felix Dacher mit dabei sein kann und Platz Nummer 2 übernimmt. Jetzt hat also Lukas Ranze 2 Positionen in einer Runde verloren. Und Achtung, Luca Colin Scholz ist nicht weit entfernt. Nächster Angriff von Lukas Ranze gegen Dacher, geht wieder vorbei, holt sich den zweiten Rang wieder. Julian Reimer scheint aber erstmal enteilt zu sein. Rundenzeiten um die 50 Sekunden. 4 Runden werden es also drei, jetzt noch 3,5 werden es wohl werden. Spitze kommt aus der 15. Runde wieder. Ranze und Dacher und auch Scholz kämpfen um die 2. Position, um den Rang in der ersten Startreihe für den 2. Wertungslauf. Im Moment hat Ranze den inne, der aber auch gerne von der Pole Position aus ins Rennen gehen würde. Lauf 2 ja ab 14.45 Uhr zu sehen. Und tatsächlich sind es jetzt noch 2 Runden.
Martin Passanen saugt sich an Luigi Gazzo heran. Da kann eventuell auch noch ein Kampf entstehen. Wir sehen Scholz, der unter Druck gerät von Felix Dacher. Maxim Felix Dacher, der jetzt außen herum sein Glück versucht. Und dann Eingangsstart und Ziel auf der Innenbahn sich durchsetzen möchte. Erst einmal geht es jetzt nebeneinander Richtung Spitzkehre hinunter. Und jetzt hat erstmal Dacher die Nase vorne. Scholz geht innen aber wieder vorbei, holt sich diesen Platz wieder. Jetzt gibt es wieder den Wechsel. Damit die 27 wieder vorne. Damit ist Maxim Felix Dacher auf Rang Nummer 3 vorgefahren. Und es scheint ziemlich endgültig zu sein. Was nicht endgültig ist, ist die Spitze. Denn da ist Lukas Ranze wieder herangefahren. Martin Passanen fehlt uns. Hat sein Kart abstellen müssen. Bis hierhin war er Siebter. Und jetzt sehen wir vorne auf die Spitze geblickt. Den führenden Julian Reimer, der schwarz-weiß kariert, als Erster in diesem Jahr in der Senior-Club-Sportwertung zu Gesicht bekommt. Platz Nummer 2 für Lukas Ranze, Maxim Felix Dacher und Luca Colin Scholz. Und dann warten wir lange, bis Rudi Freis vorbeikommt, der aber noch eine 5 Sekunden Zeitstrafe oben drauf bekommt. Luigi Gazzo auf Rang Nummer 6 vor Leo Langlotz. Dann Florian Bob und Jenny Gimpel auf 8 und 9. Das ist das Endresultat für diesen ersten Wertungslauf. Das hat Lust auf mehr gemacht. Das hat Lust auf den zweiten Wertungslauf des heutigen Sonntags in der Senior-Club-Sportwertung gemacht. Nochmal der Hinweis, 14.45 Uhr. Wir freuen uns jetzt gleich auf die National-Wertung, auf die Lizenzwertung der Senioren. Das Ganze dann in wenigen Minuten auf der Strecke mit 26 Teilnehmern.